kleines Hirn. Oh, Nico sieht nach. Okay. Einspringen. Ja. Keine Zeit zu verlieren. Ha! Ha! Bist drauf reingefallen? Ist lustig, in andere Haut zu stecken. Wie bitte? Bye bye, falsche Nico. Du hast dich mit der falschen Nico angelegt. Ah, Riot Games, was ist das denn? Balanced euer verficktes Game, was ist das denn? Ah! Wir müssen uns jetzt ganz kurz Kogma kaufen. Ja, wo ist er denn, der Kogma? Was ist da besser, 4800 oder 880? Ich meine, 6300 kostet 975, ne? Das heißt, da ist Blue Essence besser. Glaube ich. So, wir brauchen Kogma. Und dann brauchen wir Pugma. So, jetzt sind wir ausgestattet hier. Full AP Midlane Kogma. Die sind wahrscheinlich gerade so auf dem NA-Server, weil der hat ja gar nicht so viele Spieler, der NA-Server. Ne? Und das ist wahrscheinlich gerade, die freuen sich gerade so richtig. Das Spiel ist neu belebt, lauter neue Spieler, eine Welle aus Europa, wo kommen die denn alle her? Ne? Und in Wirklichkeit ist das einfach nur die ganzen Leute, die hier im Stream sich hier NA-Accounts machen. Wahrscheinlich verlierst du nur, weil im Gegnerteam mehr Deutsche sind als Amerikaner. Die Snipes sind real. Ja, das ist... Also mich würde echt interessieren, wie viele von den Gegnern über den Stream hier reinkommen, ne? Wie viele von euch... Seid mal ehrlich. Wenn ihr jetzt im... Wer von euch versucht, mich zu snipen? Wer von euch versucht, mich zu snipen? Seid ehrlich, ne? Auch du, da hinten. Wer von euch probiert's? Ins Game. Oh mein Gott, so viele, really? Damn, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist, aber das ist ja auch nicht schön. Der ganze NA-Leveling-Bereich gehört uns, Jungs. Okay, wir spielen. Oh Gott, AP Kogma gegen Z. Yikes. Okay, so, und jetzt gehen wir hier mal in die Mitte. Wir spielen gegen The Lone Wanderer auf Z. Shit, das kann man nicht einflashen? Come on, man. Ich dachte, das kann man einflashen, ne? Das E von Kogma. Er hat trotzdem getroffen, ne? Weil er wollte uns im selben Moment auch all-in, nämlich. Also, da war Not gegen Elend so... Da war so ein bisschen Not gegen Elend gerade da. Der Terminal-Boost. Was meinst du immer mit einflashen? Du kannst alle Spells in League, die eine Cast-Animation haben, kannst du starten. Also du kannst die starten, wenn sie eine Cast-Animation haben, flashen. Und dann wird der Spell von dem Ort ausgeführt, zu dem du geflasht hast. Praktisch. Und das ist einflashen. Das geht mit allen Spells, die eine Cast-Time haben. Oh Gott, was war das? Man. Cooldowns. Mach keinen Schaden. Bin useless. Rappe, guck mal. Aber das Hauptproblem ist dann später die. Also du musst halt scalen und du bist halt relativ lang useless. Bist du gescaled.
gewählt hast? Sag mal, junger Mann. Ja, gute Abend. Also, Zed ist schon in Gefahr gegen den AP, guck mal, man merkt's vielleicht. Ne, ihr seht, der Wave Clear ist gar nicht so schlecht, ne? Okay. Da haben wir unser Counterplay nicht genutzt, habe ich das Gefühl. Diese Skillshots, ne? 130er Ping, gar kein Problem für den Skillshot-Gott. Diese Schweine, ey, das gibt's doch nicht. Ich stehe 26-2 oder so stehe ich. Ich will jetzt nicht lügen. 26-2. Ein Game haben wir verloren. Da hatte ich drei Teammates, die alle toxisch waren und alle drei geragequittet haben, als wir gewonnen hatten. Weil sie halt das lustig fanden. Und ein Game habe ich verloren. Da hatten die Gegner einen Kha'Zix-Spieler, der noch ein bisschen härter gesmurft hat als ich das anscheinend. Das waren die zwei Loses bis jetzt. Da habe ich Katus Jungle gespielt und ich hatte den dreifachen Schaden von jedem anderen, aber das hat leider nichts gemacht. Oh, da war ein super. Da war tatsächlich ein mega gutes Dings von ihm. Ein mega gutes W vom Zed, auch wenn es natürlich nicht geplant war. Ich glaube, da wäre Zufall für ihn. Ja, das hier kurz nehmen. Ah, nicht schon wieder die Mumie. Alle nur nicht Terminal Boots. Aber diesmal haben wir ihn. Nice. Vielleicht sind wir doch Platin-Spieler in. Vielleicht sind wir doch Platin-Spieler in Amerika. Yep. Hab ich. Den habe ich auch noch. Ganz genau. Überleben wir auch locker. Hat jetzt mein Blue, oder was? Ja, goodbye, ne? So, jetzt können wir hier als nächstes den Blue nehmen. Der arme Ezreal. Boop! Und der One-Hit. Let's go! Na, wir sind fast Level 16. Mit Level 16 wird's losgehen, ne? Ja, das sieht fair aus, ne? Warum flash ich denn nicht? Ah, Catastrophe. No. Da sind wir leider tot, ne? Okay, nehmen wir uns mal Rabadons mit. Das hat natürlich auch unsere ganzen Mage-Stacks wieder an den Karren gefahren. Ja gut, wir haben eigentlich relativ viele Mage-Stacks noch, das passt. Wir sollten jetzt noch kurz Nash nehmen. Nash into finish. Und dann machen wir noch ein paar schöne Fontänen-Kills am Ende. Mhm. Schau euch diesen Ulti-Radius an, das ist so geil. Level 16, ach komm schon. Schau euch das an, bis da hinten in die Ecke.
Ja, die Amerikaner und ihre Vorfälls, ne?